Tag, mein Name ist Nicola Lange. Wir haben hier morgen Karfreitag und 3 Tage danach endet die Fastenzeit, die 40 Tage vor Ostern, eigentlich ein paar mehr, aber die Sonntage und Karfreitag, Samstag werden nicht mitgezählt. Die habe ich auch mitgemacht, bis auf die 10 Tage, die ich wiederholen muss, weil ich entweder Alkohol getrunken habe oder Fisch gegessen habe. Ich hatte mir vorgenommen, das nicht zu tun. Das ist mir eigentlich besser gefallen. Auf diese sehr sattmachenden Fisch- und Milchprodukte, diese eiweißreichen Fettarmen zu verzichten. Und nie irgendwas Alkoholisches trinken zu dürfen. Das fand ich nicht leicht. Und gerade deswegen finde ich Fastenzeiten unheimlich gut, um zu merken, was fällt mir eigentlich schwer. Oder auch, was kann ich auch ganz einfach verzichten, was brauche ich gar nicht. Und ich trinke jetzt gerade Fruchtsaft mit Wasser. Und um zu sehen, wie unendlich viel habe ich eigentlich, auch in der Fastenzeit. In einer Welt, in der jeder zweite Mensch nicht ausreichend sauberes Trinkwasser hat. Und andere Leute wiederum meinen, sie trinken nur Perrier oder nur was weiß ich. Wie unendlich reich bin ich dadurch, dass ich genug zu essen habe, dass ich genug zu trinken habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und dass ich Menschen habe, die mich lieben. Und in der Theorie weiß ich das immer. In der Praxis wird mir das in solchen Zeiten, kommt es dichter an mich heran, merke ich einfach mehr davon. Und das finde ich sehr schön. Und vorgenommen habe ich mir in Zukunft weiterhin weitestgehend auf Fleisch zu verzichten, zumindest wenn es kein Fleisch von Tieren ist, denen es wenigstens im Leben definitiv da gut gegangen ist. Milchprodukte einzuschränken. Fisch einzuschränken, mich über mehr Dinge zu freuen und das ist ja so eine Eigenschaft von mir, manchmal mich weniger über Dinge aufzuregen, die es gar nicht lohnt oder die ich sowieso nicht ändern kann. Und mein Gebet ist, ich wünsche mir viel Liebe, die ich geben kann, die ich empfinden kann. Ich wünsche mir, dass ich diese Liebe oder zumindest Verständnis auch dann noch empfinden kann, wenn mein Gegenüber es mir sehr schwer macht. Jesus hat uns das ja vorgemacht. Und so gut wie er werde ich darin nie werden, aber ich möchte es wenigstens üben. Ich wünsche mir, dass mein Geist und meine Seele offen sind für das, was sich mir bietet in dieser so reichen Welt. Und ich wünsche mir Frieden. Für mich und für alle. Amen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Eure Nicola.